Guten Tag. Guten Tag. Ich wünsche euch heute euch allen einen frohen Advent, auch vorgezogene frohe Weihnachten. Ja, nach diesem herzbewegenden, wunderbaren Sondergesang ist auch mein Herz bereit, euch das Wort Gottes weiterzugeben. Bei der Vorbereitung der Botschaft ist mir eines bewusst geworden, dass die Weihnachtsgeschichte in den Evangelien eigentlich relativ knapp gehalten ist. Matthäus berichtet davon, Lukas berichtet etwas ausführlicher davon, aber zum Beispiel Markus, und auch Johannes berichten gar nichts über die Weihnachtsgeschichte. Dagegen finden wir in allen Evangelien den Leidensweg Jesu hin zum Kreuz Jerusalem sehr ausführlich beschrieben. Das heißt, eigentlich müssten wir Ostern doppelt so lang oder doppelt so intensiv feiern, wie wir eigentlich Weihnachten feiern. Ja. Weihnachten laufen die Menschen so viel umher, so bewegt, aber wer kennt noch heutzutage die wahre Bedeutung von Ostern? Ja, versteht mich nicht falsch, ich möchte jetzt keine Osterbotschaft predigen, weil Weihnachten vor der Tür steht, möchte ich euch eine Weihnachtsbotschaft dienen. Ja, der Titel der heutigen Botschaft lautet: Immanuel. Wollen wir einmal diesen Titel zusammen sprechen? Bitte. Immanuel. Der Leitvers ist der Vers 23. Lass uns Vers 23 einlesen. Bitte. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Lieber himmlischer Vater, auch gut, vielen Dank, dass wir uns heute hier zu unserem gemeinsamen Weihnachtsgottesdienst treffen durften. Und dass wir hier über dein Wort aus dem Matthäus-Evangelium nachdenken und über die Bedeutung der Geburt Jesu tiefer nachdenken dürfen. Vater, ich bitte dich, dass du in dieser Stunde mit uns bist. Und dass du unser Herzen weit aufsuchst, sodass wir jeder erkennen, wer das Baby Jesus in der Krippe für uns ist. Und dass wir jeder eine Liebesbeziehung zu diesem Kind in der Krippe anknüpfen und entwickeln. Vater, bitte segne diese Stunde durch dein Wort und deinen Heiligen Geist. Gebrauche du mich als deine Stimme und nimm du allein die Ehre durch diesen Gott im Namen Jesu Christi. Amen. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Die Adventszeit und auch die Weihnachtszeit sind für uns immer eine gesegnete Zeit, weil wir uns hier an die Geburt Jesu Christi erinnern. Die Menschen sind in dieser Zeit meistens sehr beschäftigt, haben alle Hände voll zu tun. Manche sprechen sogar vom Weihnachtsstress. Wenn wir uns aber an das Weihnachtsgeschehen vor 2000 Jahren erinnern, stellen wir fest, dass Maria und Josef durch das Eingreifen Gottes in ihr Leben ungleich viel mehr Stress hatten als unser einer heutzutage. Maria und Josef verbrachten die Adventszeit nicht damit, dass sie gemütlich in den Kerzenschein jeden Abend zusammensaßen, Weihnachtslieder sangen und auf die Geburt des Kindes warten. Nein, sondern es brachen völlig unerwartete Dinge über sie herein,
mit denen sie auf einmal göttlich werden. Die Geburt Jesu war alles andere als eine normale Geburt. Sie geschah unter sehr schwierigen Umständen. Und dennoch war und ist die Geburt Jesu ein Anlass großer Freude für alle Christen in der ganzen Welt. Lasst uns heute über die Bedeutung der Geburt Jesu, insbesondere über die beiden Namen Jesus und Immanuel, einmal lieber nachdenken. Möge Gott eure Herzen mit großer Weihnachtsfreude erfüllen und auch eure Vision für das Wirken Gottes in unserer Zeit erneuern. Erstens, Jesus, ein gottesfürchtiger, frommer Mann. Schauen wir uns Vers 18. Wir möchten einmal diesen Vers zusammen lesen. Bitte? Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria seine Mutter den Josef vertraut war, hat es sich, ehe er sie einbürte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Matthäus schildert uns hier kurz die Umstände, unter denen Jesus geboren wurde. Maria war mit Josef vertraut. Das heißt, sie waren miteinander verlobt. Damals hatte die Verlobung in Israel einen sehr viel verbindlicheren Charakter, als sie es heute hat. Die Verlobungszeit war keine Zeit, in der man das Zusammenleben einfach mal ausprobierte und sich danach für oder gegen eine Ehe entschieden. Sondern die Verlobung war schon wie ein Vorabschluss der Ehe, also ein festes Heiratsversprechen. Rechtlich gesehen war die Verlobung der Ehe praktisch gleichgestellt. So wurde die Verlobte schon als die Frau des Verlobten bezeichnet. Oder wenn der Verlobte starb, hatte die Verlobte die gleichen Rechte wie eine Witwe. Einige Zeit nach der Verlobung forderte nun der Bräutigam seine Verlobte auf, in sein Haus überzuziehen. Dieses Heimholen der Verlobten war dann der Beginn des Festes. Wie Vers 18 sagt, geschah es aber nun, dass bevor Josef Maria heimholte, es fand, dass Maria schwanger war. Was bedeutete dies für Josef? Kurz gesagt, bedeutete es für ihn eine einzige Katastrophe. Eine ganze Welt brach für ihn völlig zusammen. Wer kann sich vorstellen, in welcher Gemütsverfassung Josef sich hier befand? Maria, seine geliebte Frau, hatte Ehebruch begangen und erwartete ein Kind von einem anderen Mann. Das war für Josef schier unfassbar. Nach dem Gesetz des Mose hätten Maria und der Mann, von dem sie das Kind erwartete, die Todesstrafe verdient gehabt. Aber wie ging Josef mit dieser Situation um? Schauen wir uns Vers 19 an. Wir möchten auch diesen Vers zusammen mit Jesus. Bitte? Jesus aber war vorn und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Josef aber, ihr Mann, war vorn. Wollte sie nicht in Schande bringen, dachte Maria, sie heimlich zu verlassen. Dieser Vers sagt, dass Josef ein frommer Mann war. Das heißt, er liebte Gott. Und er achtete alle Weisungen und Satzungen des Herrn hoch. Josef war klar geworden, diese Frau, Maria, und habe ich sie noch so lieb, die kann ich nicht mehr, die kann ich
Eine Ehe unter diesen Umständen undenkbar. Josef war zutiefst betrübt und enttäuscht. Aber er entschloss sich auch dazu, Maria nicht in Schande zu bringen. Er hätte seinen Gefühlen einfach nachgeben und Maria öffentlich vor dem ganzen Volk als eine Ehebrecherin bloßstellen und sich so für immer brandmarken können. Aber Josef war anders. Er wollte Maria heimlich verlassen. Er wollte sich von ihr trennen, vermutlich mittels eines Scheidebriefes, aber nicht öffentlich, sondern heimlich, zur Beiwohnung von zwei oder drei Zeugen. So würde Maria frei werden und könnte nun den Mann heiraten, von dem sie ihr Kind erwartet. Josef war zutiefst enttäuscht und verletzt. Doch er liebte Maria weiterhin und wollte ihr Leben unbedingt schützen. Von ihm lernen wir, dass er ein wirklich frommer Mann war, der zuerst Gott liebte, danach die Menschen und zuletzt an sich selbst dachte. Anders gesagt lebte Josef in der Schöpfung. Schöpfungsordnung Gottes. Wie viele Menschen heute aber gibt es, die sich zwar Christen nennen, aber in einer verkehrten Schöpfungsordnung leben, indem sie zuerst an sich denken, danach an die anderen Menschen und zuletzt, wenn noch Zeit übrig ist, auch mal zum Gottesdienst oder zum Gebetsstunde kommen. Hat Gott von solcher Scheinfrömmigkeit gewartet? Lasst uns weiter dafür beten, dass Gott unter uns junge Männer wie Josef aufstellt, die in der rechten Schöpfungsordnung leben, die Gott am meisten lieben und ihm von Herzen gehorchen, auch wenn es kostspielig ist und mit Nachteilen verbunden ist. Achten wir Vers 20. Wir sind Vers 20 zusammen. Bitte. Als er das noch sagte, siehe, da erschien der Engel des Herrn im Raum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Gott sah die Not von Josef, der innerlich hin und her Gott verstand Josef sehr gut, der das Geschehen einfach nicht richtig einordnen konnte. Einerseits freute sich Gott über Josefs Entscheidung, aber andererseits war Josefs Schlussfolgerung auch falsch gewesen. Also griff Gott ein und er sprach mit Josef, deinem Engel, was tatsächlich geschehen ist. Josef, du versündigst dich nicht gegen mich, wenn du Maria heiratest und sie nun zu dir holst. Denn sie hat ihr Kind nicht von einem anderen Mann, sondern von mir selbst. Wenn unser Gott handelt, dann lässt er uns nicht im Stich. Dann lässt er uns nicht im Unklaren. Unser Gott teilt sich uns mit, besonders dann, wenn wir in einer Krisenzeit sind. Wie reagierte Josef auf die Stimme des Engels? Er hatte eigentlich einen ganz anderen Plan gehabt, aber er ließ sich von den Worten Gottes überzeugen und warf alle seine eigenen Vorstellungen und Pläne über Bord und gehorchte Gott mit einer absoluten Haltung. So nahm er Maria zu sich und heiratete sie. Auch berührte er sie nicht, bis sie einen Sohn gebar.
war. Und er gab ihm den Namen Jesus, so wie es ihm der Engel aufgetragen hat. Josef war nur ein gewöhnlicher Zimmermann aus Galiläa gewesen. Aber als er Gott mit einer solch absoluten Haltung gehorchte, gebrauchte Gott ihn als eine sehr kostbare Hauptperson in seiner Heilsgeschichte. Lasst uns von Josef lernen, wie auch wir durch unseren Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes die Umgebung weiter vorbereiten können, in der Gott durch unser Bibelstudiumswerk 7000 missionszentrierte Hausgemeinden und 10.000 Bibellehrer unter den Studenten aufstellen wird. Zweitens, wem sollst du den Namen Jesus geben? Lesen wir. Zweitens zusammen. Bitte. Wem sollst du den Namen Jesus geben? Ich möchte Vers 21 zusammen lesen. Bitte. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk brechen von ihren Sünden. Der Name Jesus bedeutet, Gott ist die Rettung. Und der Engel ergänzt, auf was sich diese Rettung genau bezieht. Nämlich auf die Errettung von den Sünden. Das war der Auftrag für das kleine Kind in der Krippe. Jesus ist der Retter von den Sünden. Und zwar nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen. So verkündete es auch der Engel, den Hirten auf dem Felde, und sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren. Und als Jesus später zu Johannes den Täufer kam, da rief Johannes aus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde. Jesus ist auch der Retter von unseren Sünden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der denkt, dass er gar keine Sünde hat. Wozu brauche ich dann einen Retter? Wer keine Sünde hat, der braucht keinen Retter. Aber die Bibel sagt uns hier ganz klar, was ganz anderes. In Römer 3, 22 steht, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle Menschen sind vor Gott Sünder. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Ob man sich gerade so fühlt oder nicht. Wenn man zu einer Vorsorgeuntersuchung zum Arzt geht und dieser den ganzen Leib erfasst und prüft und dann abschließend zu einem sagt, so, Sie, alles funktioniert gut. Aber da ist noch etwas, das könnte schlimme Folgen haben. Ja, das könnte sogar in Kürze zu Tode führen. Dann würde man sagen, das kann ich gar nicht glauben. Ich habe bisher überhaupt nichts gemacht. Was kann doch gar nicht sein? Aber der Arzt sagt, tut mir leid. Ich wäre sehr froh, wenn ich Ihnen etwas anderes sagen könnte. Aber alle Ergebnisse sind. Es hängt nicht davon ab, ob ich mich als ein Sünder fühle oder nicht. Ob ich es weiß oder nicht. Entscheidend allein ist, ob ich es bin.
Für Gott ist die Sünde das wahre Problem der Menschen. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Unsere Beziehung zu Gott ist durch unseren Ungehorsam gegenüber seinem Wort zerstört worden. Wegen der Sünde leiden die Menschen so sehr unter der Bedeutungslosigkeit ihres Lebens. Sie haben Depression, Schuldgefühle, Scham, Furcht, sind wir alle haben von den schrecklichen Ereignissen in den letzten Tagen gehört, von dem Amoklauf in den USA. Wie sehr muss ein Mensch verzweifelt sein, solch eine Tat zu begehen? Den Menschen, der an Gott vorbeilebt, der sich unter der Herrschaft der Sünde befindet, beschreibt Apostel Paulus in Römer 7, Vers 18 und 19. Dort sagt er, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Es macht einen großen Unterschied, ob ich nur mit dem Kopf weiß, was das Wichtige ist, oder ob ich das Wichtige, was ich weiß, praktisch in die Tat umsetze. Ein junger Mann bleibt in seiner Gelähmtheit sitzen, weil er einfach zu stolz ist, mit seinen Sünden zu Jesus zu kommen, und sich vor Gott und den Menschen zu bekennen. Ein anderer rechtfertigt ständig seine Faulheit dadurch, indem er stets seine Lebensumstände oder andere Menschen dafür verantwortlich macht. Aber in Jakobus 1,14 heißt es, dass ein jeder von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Anders gesagt, jeder Mensch ist seine eigene Sünde selbst verantwortlich und muss einmal sich vor Gott rechtfertigen. Jedoch kann kein Mensch mit seiner eigenen Kraft der Sünde widerstehen, geschweige denn sich selbst von seinen eigenen Sünden retten. Und darum braucht jeder Mensch einen Retter. Jeder Mensch braucht einen Retter. Seid mal ehrlich. Wer kann jetzt so wie jetzt vor den Heiligen Gott treten, vor ihm bestehen, ohne den Schmach zu besiegen? Jeder Mensch braucht einen Retter. Und Jesus ist dieser Retter. Die rettet uns, Jesus, von unseren Sünden. Jesus war im Leib von Maria durch den Heiligen Geist beschuldigt worden. Er ist demnach Gottes Sohn. Johannes 3,16 sagt, wenn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Lösung unseres Sündenproblems geschieht allein durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus rettet uns durch seinen Tod. Er selbst war ohne Sünde, aber er wurde von den Menschen verworfen und wie ein Verbrecher gefangen genommen. Er wurde beschimpft, geschlagen und schließlich an ein raues Kreuz genagelt, wo er qualvoll
Dort am Kreuz betete Jesus für uns. Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann neigen wir Jesus das Haupt und verschieben. Jesaja 53, Vers 4 und 5 erklärt die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu. Führer, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Mit seinem Sühneopfer am Kreuz bezahlte Jesus den vollen Preis für unsere Sünden. Doch Jesus blieb nicht im Grab, sondern am dritten Tage nach seinem Tode stand er von den Toten auf. Er hat Sünde und Tod vollkommen besiegt. Jeder, der nun mit seiner Sünde zu Jesus kommt und darüber Buße tut und ihn als seinen Retter im Glauben annimmt, der empfängt die Vergebung seiner Sünde und das ewige Leben. Amen. Jetzt bin ich doch der Ostern angekommen. Was ist die wahre Bedeutung zu meiner Bedeutung? Diese Frage kann ich nur dann richtig beantworten, wenn ich mir darüber im Klaren bin, welche Bedeutung das Kind in der Krippe für mich hat. Weihnachten ist eben nicht ein Fest, auf dem unsere Gefühle hochkommen und vorhaben. Weihnachten ist nicht ein Fest, auf dem das Kind an der Krippe dafür herhalten muss, damit wir mit Kerzenlicht und Lebkuchen ein schönes Fest feiern können. Weihnachten bedeutet, dass Jesus, das Kind in der Krippe, mein Retter, von den Sünden geboren ist. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist der Stefan? Sprechen wir einmal nebeneinander. Fragen wir uns. Wer ist Jesus für dich? Nichts davon wird eintreffen.
Aber was Gott vor sein, was Gott durch seinen Propheten vor etwa 700 Jahren angekündigt hatte, ging ganz genau in Erfüllung. Eine Jungfrau, nämlich Maria, wurde schwanger. Heutzutage sagen viele, kann eine Frau schwanger werden ohne einen Mann? Das geht doch gar nicht. Und so verabschieden sie sich vom Christentum. Sie messen der jungfräulichen Geburt Jesu, wie auch den anderen Wundern der Bibel, allenfalls einen symbolischen Wert zu und betrachten die Bibel als ein Buch von Mythen und Fabeln. Doch warum sollte Gott für sein Erscheinen in der Welt nicht einen ganz besonderen Weg gewählt haben? Unser Denken ist einfach zu gering, um alles immer richtig erfassen zu können. Es ist nicht nur immer das wahr, was wir denken können. Es ist nicht nur immer das wahr, was für uns denkmöglich ist. Gott sagte, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern wie viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dass Jesus durch eine Jungfrau geboren wird, hatte Gott schon lange vorhergesagt. Und genauso wie diese Vorhersage eingetroffen ist und wie auch viele andere Vorhersagen Gottes schon eingetroffen sind, so werden auch all die anderen Vorhersagen Gottes, die noch ausstehen, eintreffen. Und genauso wie wir wissen, dass Jesus durch eine Jungfrauengeburt in die Welt gekommen ist, so wissen wir auch, dass Jesus eines Tages sicher wiederkommen wird. Wissen wir das? Weil Gott es uns in seinem Wort so angekündigt hat. Vorgestern fand die Beerdigungszeremonie von unserer Fußballmitarbeiterin Isin Barbara Dien statt. Gott hat sie von ihrer leidvollen Krankheit erlöst. Aber nicht nur das, sondern Jesus sagte, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und weil wir wissen, dass Jesu Worte die Wahrheit sind, wissen wir auch, dass wir den Barbara durch die Allmacht Gottes in einem herrlichen Auferstehungszeit auferstehen wird. Und wir uns alle mit ihr im Reich Gottes wiedersehen und mit ihr freuen werden. Amen. Das Kind in der Krippe hatte einen zweiten Namen. Immanuel. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Was bedeutet dieser Name Immanuel für uns? Jesus erniedrigte sich selbst, um mit uns zu sein. Wer ist Jesus? Jesus ist in der Bibel der Allmächtige, der ewige Schöpfer Gott, der Himmel und Erde aus nichts gemacht hat. Und dieser Jesus gab alle seine Ehre und Anbetung, die ihm gebühren, auf. Und er kam als ein hilfloses Wesen in unserer Welt. Jesus demütigte sich selbst und er wurde schwach und verletzlich und kam in Menschengestalt zu uns herab. Hebräer 4, Vers 15 sagt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist in allem wie wir, doch ohne Jesus kam in die Welt, um unser Mittler
und unser Freund zu sein. Jesus ist derjenige, der uns am besten versteht, weil er in allem, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wenn wir wegen unserer Schwachheit in Sünde fallen, dann dürfen wir uns an Jesus wenden. Denn Jesus geht mit uns. Er vergibt uns und er hilft uns aus all unserer Schwachheit wieder auf. Jesus ist es auch, der uns stärkt und der uns verändert und der uns auch lehrt, wie auch wir mit den jungen Menschen in dieser Zeit sein können und wie wir mit ihm ein herrliches und siegreiches Leben zu seiner Ehre führen können. Zweitens, Jesus ist durch den Heiligen Geist mit uns. Wie er seinen Jüngern verheißen hatte, sandte Jesus den Heiligen Geist zu denen, die ihn dienen, seine Gebote. Der Heilige Geist hilft uns, im Bilde Gottes zu wachsen und im Werk Gottes zu dienen. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8a: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Werdet meine Zeugen sein. Jesus Emanuel war mit einer jungen Studentin, die wegen ihres Neides, ihres Minderwertigkeitsgefühls, ihren Eltern und Mitarbeitern früher viele Sorgen, Schmerzen und Leid hatte. Aber nun hat Jesus Emanuel sie in eine fröhliche und lebendige Zeugin Jesu, darüber hinaus in eine gute Hirtin für die Musikstudenten. Jesus Emanuel war auch mit einem jungen Studenten und half ihm, über seine weltlichen Ambitionen Buße zu tun und sich dafür zu entscheiden, das Kreuz der Mission lieb zu haben, sodass Gott ihn nun auch als einen guten Hirten für die Medizinstudenten und Jugendlichen aus Frage gebracht. In dem Namen Jesus Emanuel gibt es wahre Hoffnung. Nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für unser ganzes Volk. Und sogar für unseren ganzen Kontinent. Ja. Durch zwei verheerende Weltkriege haben wir viel Schuld auf uns geladen. Unser Gott züchtigte uns durch die 40-jährige Teilung Deutschlands. Dennoch verließ er uns nicht, sondern er schenkte uns sogar die Gnade der friedlichen Wiedervereinigung. Jesus Emanuel ist mit uns, indem er durch die Aussendung von Missionaren aus Korea das Jüngererziehungswerk in Deutschland und Europa neu angefangen und in den letzten Jahrzehnten einige Hirten und Bibellehrer und geistliche Leiter unter den einheimischen jungen Menschen aufgestellt hat. Einer davon bin ich. Weißt du? Zurzeit gibt es in Europa die Finanz- und Wirtschaftskrise. Aber wir brauchen uns deswegen keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil, wir können zuversichtlich sein, dass Jesus Emanuel mit uns ist. Und dass er sogar diese Krise dazu gebrauchen wird, um die Menschen in Europa zum Buße zu führen und um diesen Kontinent geistlich zu erneuern. Jesus Emanuel ist der Gott, der mit denen ist, die ihn lieben und ihm gehorchen. Er ist mit Missionar Dr. Johnson, der jetzt in Nordeuropa unterwegs ist, um unseren Mitarbeitern dort mit dem Bibelsturm zu dienen. Jesus Emanuel ist mit unseren Kindern, Jugendlichen und Häuptlingen, die sich bemühen und geistig kämpfen und irgendwie vor der Schule zum gemeinsamen Frühgebet zu kommen. Jesus Emanuel ist mit den geistlichen Leitern in Europa, die sich in letzter Zeit zusammengefunden haben, um für diesen Kontinent gemeinsam zu beten.
Lasst uns selbst weiter treu und entschlossen dem Gebet sowie dem Bibelstudium und Jüngererziehungswerk unter den jungen Menschen dienen, damit Jesus Immanuel dadurch die geistige Erneuerung Europas herbeiführt und er diesen Kontinent nochmals als einen missionaren, seltenen Kontinent für die Weltmission gebrauchen hat. Heute haben wir die wahre Bedeutung von Weihnachten kennengelernt. Jesus, das Kind in der Krippe, ist unser Retter von den Sünden. Er ist in die Welt gekommen, um unser grundlegendes Lebensproblem, das Sündenproblem, durch seinen Tod am Kreuz völlig zu lösen. Dieser Jesus ist auch Immanuel, Gott mit uns, der unser Leben führt und fruchtbar macht. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann gebraucht Jesus uns als Bibellehrer und als Hirte für unseren Nächsten, für unser Volk und sogar für ganz Europa. Wollen wir Gott uns helfen, dieses Jahr Weihnachten mit der wahren Bedeutung zu feiern, indem wir für die Immanuelsgnade Jesu, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, von ganzem Herzen danken und mit großer Freude erfüllt werden. Und diese Freude auch mit allen unseren Nachbarn.